Ribosos. Hops genommen. Wie denn? Das ist nicht geschafft. Naja, du kannst von einer Tür kannst es einmal auf und zu machen. Und die können über den Spalt nicht drüber springen und das habe ich vorher nicht gewusst. So. Ui. Ich mach die Brücke so. Da stolziere ich herum. Ui. Ist das räudig hier? Dennis, so schaut es in deinem Zimmer auch aus, oder? Aha. Ich erinnere mich. Ja. Genau, so sieht es aus für mich. Klebt es auch so? Es ist überall klebt. Hallo! Alter! Er ist da! Renn! Renn! Renn, Mieze! Renn! Hä? Opa, da können wir nicht mehr! Oh Gott! Haha! Loser! Oh, vielleicht! warum können Sie sich auf einmal da drauf hängen? Das habe ich vorher auch gekannt. Das ist okay. Was haben die eigentlich gegen die Hürde? I don't know. Also persönliche Dinge, glaube ich. Oder die machen nur Murz zum Hunger auf die. Das sind so keine Chinesen wahrscheinlich. Hä? Das ist jetzt. So geht. Na! Ja, lass uns mit hoch. Übernehmen den Server und machen eine Waffe. Was wird jetzt los? Hast du nicht mal GTA-RP probiert? Nee, zahlt mich aber nicht. Hm? Das zahlt mich nicht. Okay. Schau die Aussicht, von hier ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, das sollte ein Schutzort sein. Hm? Gut funktioniert mit den Zecken. Also Luke, ich bin jetzt einmal weg. Ja, easy. Ich warte auf mein Fressen, da kommen wir noch wieder. Ja, easy, Mahlzeit. Gut, ciao. Ciao, ciao. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Mhm. Meine Maus ist gerade oder wird gerade leer. Ringi Flamingi. Was passiert jetzt? Ich habe es fast geschafft. Hallo? Hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und warte. Bist du das? Zbaltasa? Momo! Weiß nicht, ich bin schon froh, deine Stimme zu hören. Wo bist du? Geht's den anderen gut? Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zurück überall. Oh oh. Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fass es nicht. Ist am Leben, er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen.
Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Baltasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. In der Kanalisation kommst du nicht vorbei, dort wimmelt es von Zurks. Wir werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Wenn man in der Vergangenheit ihr Glück versucht, das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt, deine Angelegenheiten geh mich nichts an. Jetzt kippt die Stimmung. Hör nicht auf Seamus, was? Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. Geheimes Labor. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folg mir. Bringt mich da jetzt legit hin. Ehre. Kaputter Peilsender. Deswegen hat das aufgeleuchtet. LOL. Bis dann, bin im Lurk, liebe geht raus. Jo. Viel Spaß da oder gut luck, keine Ahnung, was man da wünscht. Ist etwas Interessantes gefunden, diesen Peilsender, oder? Da. Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Kann ich glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zirks, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Muss fix zum Bahnhof laufen, geht so. Also eine Hand auf jeden Fall, okay. Interessantes Gerät, aber es sieht kaputt aus. Vielleicht kann dir jemand aus dem Dorf helfen, es zu reparieren. Ist in der Bar gefragt. Hä, bist du dumm? Hä? Ich glaube, du bist da der Geek. Es ist sehr begabt. Nur ein bisschen. Naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot. Ja, okay. Ist gleich links von hier in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Mhm. So, links. Ist das oder was? Ja. Ich kann ihn nicht anklicken. Ach so, ich hätte vorhin das letzte Mal auch reingehen müssen, einfach nur, oder was? Besser ist. Lol, er ist es gar nicht, er macht nur die Tür auf, oder was? Scheiße, was passiert hier? Ah, da ist er. Wie kann ich dir helfen? Bang. Toller Peilsender, ich erkenne dieses Modell. Tohima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren, darf ich. Ich weiß, wie man den repariert. Wenn ich so am Bibbern bin. Kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Eine fucking Decke suche ich jetzt, what the frick?